Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tombi. Und ich wollte ja das letzte Mal hierhin gehen. Es freut mich natürlich, dass ich den Geschmack von einigen getroffen habe und viele natürlich das auch als Demo hatten, wie ich damals als Kind, Jugendliche, wie auch immer. Ist das ein Weilchen her? Ich bin mittlerweile alt geworden. Ich habe auch schon zu Tombi gesagt, ja, das Spiel kann sehr verwirrend sein, aber muss auch bedenken, wenn man es selber spielt, ist es weniger verwirrend, als wenn man nur zuschaut. Und dazu kommt noch, dieses Spiel hat keine Missionsübersicht, sag ich mal. Man muss sich die Dinge halt im Kopf behalten. Bei mir wird es gegen Ende dann so ablaufen, dass ich wahrscheinlich auf eine Liste gucke, okay, kann ich mich dran erinnern, habe ich das? So nach dem Motto werde ich das wahrscheinlich machen, um zu gucken, dass ich ja auch alles habe. Und aber zum gegebenen Zeitpunkt, falls ich was nicht haben sollte, wird das natürlich gesagt, dass ich nachgeguckt habe, etc. Ihr kennt das von mir mittlerweile, ne? So, ich wollte hier raus aus dem Platz der Barmherzigkeit, führt dieser Weg jetzt hierhin. Oh ja, das passt ja ganz gut. Wir sollen ja zum Phönixberg, und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wie man dorthin kommen kann. Momentan die einzige? Sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe gerade überlegt. Ja, der Phönixberg, der streift so noch einen anderen Lieblingsort von mir. Die Kiste können wir noch nicht öffnen. Oh, wie er ängstlich guckt. Aber wir können uns auch einfach fallen lassen, also von daher, das ist eigentlich nur dafür da, dass wir leichter wieder hochkommen. Jetzt, hör auf damit. Und wir die Kiste kriegen können. Weil im Endeffekt, wir können ja kein Leben verlieren, wenn wir hier runterstürzen. Ich finde das so schön, zwei hoch erhalten, einfach zwei Leben erhalten. Da oben war, glaube ich, nichts, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit. Jetzt muss dieser Ladebildschirm weg. Ja, diese Melodie. Ach stimmt, wir kommen, glaube ich, erst vorbei, wenn wir etwas für diesen kleinen Zwerg hier erledigt haben. Der Berg da vorne. Sturmberg. Gefährlich starke Winde. Ich bewache diesen Ort auf Anordnung des Ältesten, aber es ist wirklich langweilig. Naja, immerhin habe ich so Zeit zum Üben. Was ich übe? Nun, ich träume davon, ein berühmter Schauspieler zu werden. Ich will ein Schauspieler sein, der die Menschen zum Lachen und zum Weinen bringt. Aber es ist wirklich schwer. Ich weiß nicht genau, wie ich Gefühle ausdrücken kann. Tollstes Lächeln der Welt. Und dann kommt noch dazu, das traurigste Lächeln der Welt. Das kommt wahrscheinlich erst, wenn wir das tollste Lächeln der Welt haben. Ja, und dafür müssen wir einen kleinen Abstecher zu meinem Lieblingsort machen. Und zwar ist, ich glaube, der nennt sich Pilzwald oder so. Ja. Super, super toll. Boah, wie macht man das nochmal? Mit dem war nämlich auch irgendwas. Irgendwie gegeneinander und dann... Ah, ich weiß es nicht mehr. Ah, geh weg! Geh weg! Geh weg, 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 geh weg. Bisschen weiter, bisschen weiter, bisschen weiter, bisschen weiter. Oder kann ich auf die springen, sobald die rausgekommen sind? So, diese Pilze sind nämlich dezent nervig. Was, welchen haben wir erwischt? Den traurigen. Na gut, es bewirkt halt auch, dass bestimmte Sachen so runtergehen. Diese Pilze, den ich jetzt, also den Pilz, den ich runtergeschleudert habe, der ist dann auch ganz traurig und so weiter und so fort, ne? Und es gibt aber auch einen, der natürlich zum Lachen bringt, ne? Das Nervige dabei ist einfach, dass er dann regelmäßig stehen bleibt und lacht. Oder wir einfach unseren Bumerang, unsere Waffe nicht benutzen können. Schön. Deswegen hasse ich diesen Ort einfach so dermaßen. Dieses Gesicht, dieser Ausdruck, das ist toll. Jetzt verstehe ich. Das ist wirklich nützlich. So, der lässt uns aber immer noch nicht durch, glaube ich. Aber etwas fehlt immer noch. Welche Art Gesicht soll ich machen, um Traurigkeit auszudrücken? Ja, das tollste... Ach, die tollste Schnute der Welt nennt sich die Aufgabe. So. Ja, dann zeigen wir ihm doch mal eine Schnute. Es gibt aber auch, ich habe ganz vergessen, dass ich in diesem Modus bin.
der lacht auch. Ja, so kann ich sie kaputt machen. Ich glaube, sonst mit der Spitze geht das nicht. Es gibt aber auch Pilze, die das Ganze wieder neutralisieren. Die sind super toll. Bis ich damals einen gefunden habe, vergingen für mich Jahrhunderte. Und hier löst man übrigens auch die Aufgabe mit, wenn Rot und Blau, also was Rot und Blau ergibt. Also der Gesichtsausdruck ist wirklich todtraurig. Ah ja, wenn ich genau diese lachenden und weinenden Gesichter hinbekomme. Ja, ich glaube, mit ein wenig Übung kriege ich das hin. Vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Übung macht den Meister, jetzt habe ich was zu tun. Oh, bevor ich es vergesse, der Älteste ist gerade zum Berg gegangen. Er wollte irgendetwas von dir. Du solltest sofort aufbrechen. Ja, ich würde auch als erstes zum Berg gehen. Ich könnte zwar auch durch den Pilzwald gehen, aber das macht später mehr Sinn. Weil der führt uns im Endeffekt wieder zum Dorf allen Anfangs. Aber ja, das mache ich später irgendwann mal. Also wenn ich mich recht erinnere jedenfalls. Da war auf jeden Fall eine Verbindung. Ja, doch. Aber erstmal der wunderschöne Berg. Ja, die Sturmschweinetasche. Hast du das gefühlt? Das war der böse Geist, der im Phönixberg wohnt. Es bedeutet, dass dieser Berg mit einem bösen Fluch belegt ist. Immer wenn du so etwas fühlst, bedeutet das, dass der Ort, an dem du bist, verflucht ist. Suche an diesen Orten nach Schweinetaschen. Du findest die Schweinetaschen, indem du die Gegenden durchsuchst, die mit einem Fluch belegt sind. Ja, kann ich eigentlich durch? Nein, jedenfalls jetzt noch nicht. Aber der macht auch einen Durchgang. Ach so, ja, bla bla bla. Ich dachte, er sagt irgendwas Neues. Ja, der Phönixberg ist auch so ein Ort, den mag ich nicht so besonders. Ah, ich bin ganz nass. Ich hab's dir ja gesagt. Ja, ja, was auch immer. Na, du musst ja schließlich unbedingt in den Urwald gehen, nicht wahr? Nun, ich habe gehört, dass der Riesenvogel, der hier lebt, dich dahin bringen kann. Der Phönix? Es ist lange her, dass man ihn den Herrn der Lüfte nannte. Der Herr der Lüfte. Es gibt nur so wenig Punkte, ist voll traurig. Hatschi! Ach, bei mir ist eine Erkältung im Anzug. Im Anzug? Nicht im Anflug? Hey, warte auf mich. Wieso so eilig? Warte! Vertrau mir, du sollst auf der Stelle von diesem Berg herabsteigen. Oh, leider bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe nämlich hier diesen wunderbaren Wind und zwischendurch diese wunderbaren, wie nennt man das, Bodenfallen? Und dann noch diese Pflanzen, die können einen verschlucken. Diese spuckt mich jetzt hier wieder aus, aber an anderer Stelle gibt's die, da lande ich zum Beispiel dann wieder hier. Das ist dann in dem Sinne sehr ärgerlich. Wenn man dann so eine schwierige Passage endlich geschafft hat. Ach verdammt, ich hab das ja immer noch. Ich hab das ganz vergessen mit dem Pilz. Das wird ätzend. Oh Gott. So, ich muss erstmal überlegen, wie rum, was. Ja, Charles ist dort auch wieder. Lass mich doch. Ja, es ist so schlimm gegen den Wind. So. Danke, dieser Ort ist furchtbar. Der Wind hat mich hier hochgeblasen und ich konnte nicht mehr herunter. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Ach nein, meine Hosen sind zerrissen. So kann ich nirgendwo hingehen. Wenn mich jemand sieht, das ist mir zu peinlich. Ich hatte ja noch ein paar Ersatzhosen dabei, aber bei dem Wind habe ich sie verloren. Du musst sie für mich finden. Charles Hosen. Die suchen wir natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie sind, aber da wir uns ja die Orte so früher oder später eh genauer angucken, werden wir sie schon finden. Die müssten sogar hier vor Ort sein. Oder? Nee. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Kiste! Essen! Oh, ich habe das echt ganz vergessen, dass wir ja noch mit den Pilzen. Oh. Ich freue mich. Achso, und mit dem Speichern. Ich mach das jetzt erstmal weiterhin so. Ah, du solltest springen. Dieses blöde. Mach das mit dem Speichern so, wie ich es jetzt momentan gemacht habe. Das war zum Beispiel eine sehr blöde Stelle. Dass ich halt immer bei den Schildern speichere. Das habe ich jetzt hier beim Phönixberg halt vergessen.
aber ich, hier wäre halt, im Grunde genommen ist auch nur der Phönixberg so eine Stelle, wo ich außerhalb dessen speichern würde, wollen. Weil der einfach so beschissen ist, solange der verflucht ist. Da oben ist auch eine Kiste, aber die ist weiter dahinter. Wegen dieser schönen Stelle hier. Ich hasse es. Ja. Aber ich möchte halt im Endeffekt... Oh, das ging ja schon mal. Aber unten gibt es auch noch eine Stelle, also da kann man sich so runterfallen lassen, dann landet man bei so einer Tür. Da gehen wir gleich hin. Es ist halt alles so ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt will ich halt nicht so speichern. Also ich möchte schon so speichern, wie es eigentlich vom Spiel vorgesehen wäre. Ich komme mir dann so arg beim Cheaten vor bei Jump'n'Run. Also ich habe das ja, ich weiß gar nicht, wie ich das bei Crash Bandicoot gemacht habe. Ich glaube, nach jeder Folge habe ich gespeichert. Die Feuerschweinetasche. Ich kann nicht weitergehen wegen der Flammen. Es war so schwer herzukommen. Hey, ich hab's. Warum versuchst du nicht, die Flammen zu löschen? War nur ein Scherz. Natürlich ist das unmöglich. Ach, sowas Dummes. Wären wir nicht in einer Höhle, könnte uns vielleicht ein Regen helfen, diese Flammen zu löschen. Ach übrigens, das hier habe ich auf dem Weg hierher gefunden. Weißt du, wem die gehören? Ich kann damit jedenfalls nichts anfangen. Hier, nimm du sie. Ja, wir haben Charles Hosen gefunden. Die Kiste können wir übrigens immer noch nicht öffnen. Und hier ist übrigens der dritte Ort, den ich nicht mag. Ja, die liegen sehr nah beieinander, ne? Dafür gibt es dann andere Orte, die umso toller sind. Hm, was ich hier mache? Ich bewache diesen Ort. Hier drunter liegt nämlich eine 1000 Jahre alte Schatztruhe. Da soll etwas ganz, ganz Besonderes drin sein. Ich wurde beauftragt, die Truhe mit meinem Leben zu verteidigen, bis die Person mit dem 1000 Jahre alten Schlüssel auftaucht. Der 1000-jährige Weise hat mir schon mehrmals geholfen, also versuche ich auch ihm ab und zu einen Gefallen zu tun. Wertvolle Schatztruhe. Und wer hätte es gedacht, es gibt nicht nur einen 100-jährigen Weisen, nein, es gibt auch einen 1000-jährigen. Und die Weisen sorgen im Endeffekt dafür, dass wir eine Truhe nach der anderen öffnen können. Wohin führt uns der Weg? Nee, ich habe Angst. Ich will nicht, dass das wieder von vorne anfängt. Obwohl, eigentlich müssten wir auch zu Charles. Ich will eigentlich ihm die Hosen geben. Okay, komm, provozieren wir es. Ich glaube nämlich, der Weg führt uns irgendwo wieder Richtung Anfang. Wo komme ich her? Ja, ich führt uns Richtung Anfang, hab ich doch geahnt. Ich hasse diese Stelle, hasse ich besonders. Aber das Lustige ist, diese Pilze braucht man noch öfters mal, weil ich jetzt gerade wieder gedacht habe, dieser blöde Pilz, der nervt. Und zwar gibt es nämlich auch in einem Gebiet, wo wir sogar bald hinkommen, und auch hier am Phönixberg, ich versuche es ja gar nicht mehr, ne? gibt es nämlich Türen mit lachenden und traurigen Gesichtern und die können wir nur auf die Weise dann öffnen, wenn wir halt... Oh, es ist gerade verhext, ne? Reden und... Oh, Mann, oh! Diese Gegend. Ich hasse sie. Ich hasse sie vom Feinsten. So, Charles, ich habe deine Hosen. Hey, wo hast du die gefunden? Danke, jetzt kann ich nach Hause gehen. So. Oh, warte, hier, nimm dies. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, cooler Schirm erhalten. Rüste dich einfach damit aus und es wird sich automatisch öffnen, wenn du springst. Der Sonnenschirm wird deinen Fall abbremsen. Wenn du die Richtungstaste nach unten drückst, kannst du deinen Fall beschleunigen. Wenn du den richtigen Wind erwischt, kannst du dich zu einer guten Stelle manövrieren. Kapiert? Bis später dann. Ja, also den können wir ausrüsten und dann werden wir jedes Mal... haben wir... Ja, wir fallen halt nicht einfach runter, sondern können das so ein bisschen kontrollieren. Ist vielleicht bei den Winden ganz praktisch. Kann aber auch echt nervig sein. Man muss es halt für sich wissen. Zum Beispiel diese Gegend mit dem Feuer, die habe ich anders nicht hinbekommen. Ohne diesen Schirm. Also, ohne Schirm konnte man die Gegend echt vergessen. Oh. Ist aber auch so ein bisschen hinderlich. Das ist das Problem. Ich kam halt anfangs überhaupt nicht mit dem Schirm klar, deswegen habe ich es auch nie versucht, an dieser einen blöden Stelle, also für mich blöden Stelle,
da leichter, also vielleicht leichter drunter zu kommen. Aber nun ja. Nee, die Stelle ist weiter oben, stimmt. Die Stelle ist weiter oben, da wo das Schloss ist, glaube ich. Ach, ich weiß nicht mehr. Es ist zu lange her, ich muss mich konzentrieren. Da gehen wir gleich hin zum Phönix. Der bringt uns dann in den Urwald. Das haben wir von diesen kleinen netten, was auch immer die darstellen sollen, erfahren. Nee, doch, unten gab es noch eine Stelle, die war später zu erreichen. Hier brauchen wir ja noch ein Schloss. Ich glaube aber... flotte Hosen kriegen wir jetzt. Hier machen wir eine... Ja, großes Schlüsselloch. Ich wusste, wir kriegen eine Quest dadurch. Zack. Kommt jetzt wieder zurück. Ich rüste mal den Schirm aus. Mit der Hoffnung. Oh, Gott sei Dank. Hätte nämlich auch ganz schön schief gehen können. Boah, freue ich mich, wenn dieses Gebiet nicht mehr verflucht ist. Dann ist nämlich der blöde Wind nicht mehr da. So, Gegner, geh bitte dort oben weg. Bitte. Bitte. Bäh. Mich wegen meinem Schreienfall über erschreckt. Oh, der geht jetzt nicht da weg, oder was? Ernsthaft? Nein! Ja, den kann man... Die kann man halt nur mit dem... Also, man muss sie angreifen, weil obendrauf Stacheln böse wehtut. Beste Erklärung ever. Und dann fallen die halt auf ihren Rücken und dann kannst du sie halt, drauf springen und sowas. Du willst den Phönix treffen? Versuchst du etwa den Urwald zu gelangen? Hm, vergiss es. Ich habe auch Geschichten gehört, dass der Phönix Leute zum Urwald bringt, aber da war er noch jung und stark. Jetzt haben ihn die Stürme geschwächt und er findet nicht einmal Nahrung. Wer weiß, wo du landest? Ich mach das aber trotzdem. Trotzdem. Ich bin extra den weiten Weg hier hochgekommen, hallo? Die Mäuseschweinetasche. Schweinetasche. Mir fehlt trotzdem das eh. Ja, wir sind jetzt im nächsten Ort gelandet. Leider haben wir es nicht bis zum Urwald geschafft, weil der Phönix einfach zu schwach ist. Das Schöne ist... Warte, ich zeig's euch. Du kannst nicht gehen, der Wald ist zu gefährlich. Es gibt Monster im Pilzwald, die sogenannten Bonsugis. Ey, ich kann da doch durch. What? Ach so. Als ich das erste Mal hier war, konnte ich nicht da durch. Aber guck, da beim Phönixberg landen wir, ne? Jetzt wisst ihr auch diesen Zugang. Aber ernsthaft, ich konnte da nicht durch. Ich kam nicht durch. Und dachte mir so, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich stand da wirklich so extrem auf dem Schlauch. Ich hatte keine Ahnung. Und hör auf, mich so anzustarren. Wir sehen zwar momentan so aus, sind aber Menschen wie du. Ja, sie sind verflucht. Du hast mich gesehen, nicht wahr? Hm, das ist seltsam. Du hast keine Angst vor mir. Nun, wie du siehst, sehe ich genau wie eine Maus aus. Die meisten Leute schreien und rennen weg, wenn sie uns sehen. Natürlich sind wir keine echten Mäuse. Die bösen Schweine haben unser Dorf mit einem Fluch belegt und alle in Mäuse verwandelt. Nun, wir tragen große Hüte, damit wir niemanden erschrecken. Sag mal, du kommst doch viel herum, nicht wahr? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich bin eine Sammlernatur. Ich sammle alle möglichen Sachen. Aber ich kann einfach keinen Käse auftreiben. Wenn du auf deinen Reisen Käse findest, kannst du mir bitte welchen mitbringen? Ich verspreche dir auch, dir dafür als Gegenleistung etwas ganz Besonderes zu geben. Sagen wir, wenn du 10 Käsescheiben sammelst, komm wieder hierher zurück. Ich warte hier auf dich. Etwas Käse, bitte. Ein bisschen Gouda. Ja, ja. Ich hoffe eigentlich, dass ich nicht zu verwirrend spreche oder zu arg durcheinander. Es ist halt immer so, ja...
Man will dann immer was machen, dann wird man aufgehalten. Bist du vom Phönixberg gekommen? Der Ort hat sich sehr verändert, seit er von dem bösen Schwein verflucht wurde. Jo, hoho. Aber wie gesagt, als ich das erste Mal hier war, war das wirklich so eine Situation so, na, ich komme nicht raus, ich komme hier nicht hin, was soll ich machen, etc. pp. Aber dass ich doch jetzt doch einfach zum Wald kann. Also zum Phönixberg und dann zum Pilzwald und so und vom Wald reden seid von diesem Pilzwald. Hui, mit so einem kleinen Körper wird mir ganz schnell schwindelig. Die Wahrsagerin ist leider nicht da. Das Haus der Roten Wahrsagerin, Sonderangebot, kostenlose Lesungen. Ja, aber sie ist leider nicht da. Quiek, 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 du hast mich gesehen, nicht wahr? Ja, vielleicht. Das Lustige ist, hier gab es mich, glaube ich, auch eine Quest, also zumindest in der Datei, die ich damals gefunden habe, in dieser Übersicht. Bei mir, ich konnte die nie annehmen oder so. Ich weiß es nicht. Sag mal, du bist neu hier, nicht wahr? Willkommen im Dorf Bacchus. Aber trotzdem hieß es zum Schluss, ich hätte alles. Irgendwie, ich weiß es nicht. Du hast mich erschreckt, du bist plötzlich einfach so vom Himmel gefallen. Yep. Ich habe zwar ein kleiner netter Vogel mitgenommen. Diese Straße führt zum Bacchussee, aber sie ist sehr, sehr gefährlich. Geh nur, wenn es unbedingt sein muss. Straße zum Bacchussee. Ah, jetzt weiß ich wieder eine Verbindung. Ja. Was für eine Verbindung? Ich meine, da komme ich natürlich in der nächsten... Verstanden? Dann komme ich natürlich erst in der nächsten Folge zu sprechen. Boah, ey. Ich kann heute echt nicht mehr reden. Es ist ganz schlimm. Und ich will halt noch so eine oder zwei Folgen noch mindestens aufnehmen. Naja, ich mache jetzt jedenfalls einen Schnitt hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken mal, wie wir hier dann weiterkommen werden. Vielleicht kommen wir zum Bacchussee, vielleicht auch nicht. Das ist halt jetzt so die Frage, ne? Weil beim Phönixberg kommen wir momentan nicht weiter. Weil da brauchen wir die Feuerschweinetasche. Beziehungsweise müssen halt diesen das Feuerschwein auch schon erledigt haben. Weil sonst geht der Fluch von diesen, ich weiß gar nicht, was das war für eine Höhle, geht dann halt nicht weg. Und... ja. Bleibt ja eigentlich nur das Dorf. Im Pilzwald führt halt zum einen, wenn ich mich recht erinnere, wieder zum Dorf allen Anfangs ein Weg. Und sonst nur eins, was uns auch nicht weiterbringt im Moment. Jedenfalls egal. Ich wollte einen Schnitt setzen, ne? Ja, ja, ich wollte einen Schnitt setzen. Oh, ich bin so verwirrt heute. Gute Sache. Gute Sache. Ich mach wirklich einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.